Hallo, hier ist der Lars von Ruhe Energie. Herzlich willkommen. Wir sind ja unterwegs. Wir sind an der Ostsee, machen hier ein paar Wochen Urlaub. Uns gefällt es hier sehr gut, auch wenn es mal in Deutschland ist. Und wir sind zum ersten Mal seit einigen Jahren Selbstversorger. Und ich wollte euch mal zeigen, was wir denn uns hier so zu essen machen, damit ihr nicht glaubt, ihr müsstet verhungern. Das ist ein Riesenvorteil, wenn man sich selber was kochen kann. Und ich zeige euch mal, wie wir das hier machen. Und zwar, heute läuft hier unser Dampfkocher, haben wir mitgenommen, und eine neue Keramikpfanne haben wir uns nochmal gegönnt. Und die beiden Sachen würde ich auch empfehlen, das selber mitzunehmen, weil hier die Pfannen und die Töpfe sind ja nicht so toll. Hier, das ist halt super cool, hier unten sind 2 Kilo Kartoffeln drin, ein ganzer Blumenkohl, noch einige Zwiebeln. Und das läuft jetzt einfach so vor sich hin. Ich lasse das manchmal so eine Dreiviertelstunde, Stunde einfach vor sich hinkochen, wenn das hier zweigeschossig ist. Und dann ist das Essen fertig. Was wir immer parat haben hier ist ist Reis. Und das war jetzt ganz normaler Langkornreis nur. Davor hatten wir Basmati-Reis gekocht, war sehr lecker. Haben hier beim Rossmann eine salzfreie Passata bekommen, so eine Tomatensauce. Hier ist unser 1-2-3 Dressing drin, was wir hier in einem Personal Blender gemacht haben, den wir noch mitgenommen haben. Hier sind ein paar Trauben. Und was auch super geht, wenn man hier diese Dinger hier, haben wir im Schrank gefunden, zur Hälfte füllt mit Linsen oder mit Reis und das dann hier in den Reiskocher stellt, mit Wasser gefüllt diese Gefäße, dann kann man das auch alles komplett hier, so 4 von den Dingern, kochen, während man zum Beispiel am Strand ist oder irgendwo anders. Und dann hat man auch Linsen da. Hier haben wir noch jetzt hier in einem Geschäft so Sojaschnitzel gefunden. Die mache ich jetzt nochmal hier als kleine Ausnahme. Und haben hier nochmal natürlich ein bisschen Obst. Auf was wir hier im Urlaub setzen, sind natürlich Äpfel, Orangen und Bananen. Und was wir hier auch gefunden haben, super cool, dieses Soja-Eis für die Kinder. Und haben hier nochmal so einen Bio-Apfelsaft, eine Sojamilch mit Banane, eine Hafermilch mit Schoko und ein Sojadrink mit Vanille. Und das kriegt man mittlerweile hier überall sehr gut zu kaufen. Und ich denke, gerade in Deutschland ist es jetzt sehr, sehr einfach geworden. Hier gibt es jetzt so eine Kette, die heißt Familia hier im Norden. Da haben wir alles bekommen. Und bei Rossmann kriegen wir auch solche Sachen hier. Und einen guten Reis kann man da auch noch kaufen. Also man muss nicht verhungern. Und wir machen hier quasi McDougal oder Dr. Jakobs Ernährungsplan hier im Urlaub. Uns geht es sehr gut dabei. Wir sind immer satt und wir sind glücklich und uns geht's gut. Kommt bestimmt nur 1-2 Videos aus dem Urlaub. Also freut euch auf mehr. Bis bald. Tschüss.